Er grunzt auch noch ein bisschen. Sehr gut. Und jetzt gehen wir auf das nächste Kartenstück abgeben. Hallo Klein, ich habe schon auf dich gewartet. Du hast ein weiteres Kartenstück. Stimmt's? Dann lass mich doch mal sehen. Es geht in diese Richtung. Okay. So, Tempel, diese Piraten trauen sich vielleicht was. Sei nicht böse auf sie, Saimi. Wir haben tatsächlich Spaß. Die Piraten da sein scheint lustig zu sein. Trotzdem spielt man nicht mit den Geistern der Ahnen. Stimmt's, Napopo? Richtig, in diesem Tempel hausen mächtige Wesen. Sie sind unsere Freunde. Kannst du sie sehen? Ah, seltsam. Das erinnert mich an ein Buch, das ich von Aquila bekommen habe. Darin stand, einige wenige Glückliche können die Geister nicht nur sehen, sondern auch mit ihnen kommunizieren. Kannst du sie sehen? Nein. Das ist ja komisch. Wenn ich mir aussuchen könnte, mit wem ich kommuniziere, würde ich auf jeden Fall dich auswählen. Pass auf dich auf. Ja doch. Bis bald, Saimi. Bis bald. Okay. Warte mal, was haben wir denn da hinten eigentlich? Ah, da ist einfach nur... Ah. Da ist ein X. Okay. Nebel. Okay, betreten. Oh, Aquila. In letzter Zeit ist auf der Insel viel los. Gefällt dir das nicht? Nicht so sehr. Ich habe die Menschen schnell satt. Vielleicht nehme ich Urlaub und komme wieder, wenn das alles vorbei ist. Okay, mit dem ist aktuell nicht so viel. Der ist immer noch, ne, nicht da. Der Markt scheint immer noch unbewohnt. Hey, Kleine! Ah, oh. Neuer. Neuer, neuer, neuer hier. Was Neues. Inigan! Das ist ja ewig her. Ich habe dich auf der Insel gar nicht gesehen. Wo bist du dann gewesen? Nun, ich war auf Geschäftsreise. Erwachsenenkram, sehr wichtig, in einem weit entfernten Land. Oh, das ist gut. Ja, sehr gut. Aber jetzt bin ich zurück. Die Wirtschaft von Quellis braucht mich. Und ich bin hier, um sie zu retten. Wovor denn retten? Natürlich von dem Chaos. Vor Armut, vor Knappheit. Oder ist dir noch nicht aufgefallen, dass kein einziger Tourist auf dieser Insel zu sehen ist? Mir ist etwas aufgefallen, ja. Tja, jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen, Kleine. Dafür sind Bankiers ja da. Wir verwalten die Güter, um einen Zustand zu erreichen, in dem der Markt alles reguliert. Hey, schläfst du etwa ein? Nein? Nein, nein. Natürlich nicht. Dachte ich mir. Na gut, kommen wir zum Punkt. Ich habe angefangen, mit diesem Tyrannen zu verhandeln. Mit den Piraten, meine ich. Gemeinsam können wir die Stadt in ihrer einzigen Pracht erstrahlen lassen. Klingt doch gut. Was brauchst du? Freut mich, dass du fragst. Ich brauche Perlen, Kleine. Perlen? Die sind wichtig, Chor. Wirklich wichtig. Dieses Geschäft ist schwerer, als es aussieht. Ich muss mit Wesen aus den finsteren Albträumen verhandeln. Und dafür brauche ich Perlen. Wenn du das sagst, komm ab und zu vorbei und ich zeig dir, was ich habe. Wir geben die Sachen, die wir von der Insel genommen haben, zu einem fairen Preis zurück. Aber die waren doch bereits auf der Insel. Warum müssen wir bezahlen, um sie zurückzubekommen? Das nennt sich Kommission, Kleine. Und warum gibt es eine Kommission? Wir können die Sachen doch einfach zurückbringen und fertig. Weil Aussagen gedeckt werden müssen. Das ist Erwachsenenkram, zu kompliziert, um es jetzt zu erklären. Merkt ihr das, Kleine? Nichts im Leben ist gratis. Okay, da hat's wieder mal gewisse Dinge, die wir direkt holen können. Okay, wir können den jetzt gerade alles instand setzen da. Okay, gut, das machen wir jetzt auch gerade. Wir haben ja genügend. Die Strandbar, alles wird hier instand gesetzt. Dann sieht die Insel nachher wieder wie neu. Oh, frisch belebt. Der andere hat auch einen Sonnenbrand gehabt, ne? So, und der letzte noch. Das wäre noch der Tempel. Dann ist das hier jetzt auch alles wieder intakt. Die Leute kehren zurück hier. Sehr schön. Da gibt es noch ein paar weitere Sachen, die wir dann später
machen können. War mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Oh ja. Okay, gut. Ich würde aber sagen, hier machen wir einen Punkt. Wir schauen noch schnell, ob da noch was kommt. Ich glaube es aber nicht, ne? Jetzt geht's dann... Gut, hier unten geht's jetzt dann weiter. Okay. So, wir gehen da nochmals schnell schauen, was die da wollen. Koa, ich wollte dir dafür danken, dass du meine Sachen zurückgebracht hast. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne dich tun würde. Niemand hat mehr Respekt vor irgendetwas. Gern geschehen. Wirst du wieder Essen anbieten? Ich schätze, das muss ich, oder? Danke, dass du die Sachen zurückgebracht hast. Langsam bekommen wir wieder mehr Touristen. Und jemand muss ja dafür sorgen, dass sie etwas zu essen bekommen. Genau. Und dann haben wir hier unten noch... Na, willst du nochmal im Rennen gegen mich verlieren? So, genau. Da gibt es ja jetzt weitere Rennen zur Verfügung, die wir noch offen haben, weil wir jetzt vorhin auch weitergekommen sind mit den neuen Karten, die wir da erhalten haben. Und ich würde jetzt da gerade mal sagen, wir gehen die Marine, das Piratenrennen Marine, das wir jetzt machen. Das kennen wir ja bereits, das haben wir vorhin ja schon gemacht. Jetzt geht es aber darum, gegen unsere Kollegen anzutreten. Der einzige Vorteil, den wir hier haben, ist, dass die Sachen hier... ...jetzt nicht mehr aktiv sind, sage ich jetzt mal. Das ist ja... ein Vorteil hier. So, ich muss mich da wieder arg konzentrieren. Dass das gut kommt. So, ja, das kommt gut. Das kommt gut. Eben diese, all diese Fallen. Die existieren ja in dem Sinne ja nicht. Oder, außer die Zacken jetzt hier, okay. Okay, und hier natürlich noch reingeplatscht. Ja, gut. Aber wir haben es geschafft. Und sind erst und das noch ganz klar vor Meyer, Sandy und Boho. Gut, sehr schön. Dir ist hoffentlich klar, dass ich dich habe gewinnen lassen. Ja, ja. Hier ist deine Belohnung. Ein Kartenstück, das ich irgendwo gefunden habe. Und vergiss nicht, zum Leuchtturm zu gehen und es Saimi zu geben. Das werden wir machen. Alles klar. Du hast eine kleine Karte. So, das sind die kleinen Karten. Okay, stimmt. Wir haben aber nochmals eins zu machen hier. Willst du nochmals im Rennen gegen mich verlieren? Oh, nein, ich will hier verbotene Klippen. Hier, dieses Piratenrennen steht ja noch an. Das nehmen wir uns auch gleich noch vor. So, und das Piratenrennen Nummer 3. Oh, ich sollte natürlich Power geben, gell? So. Nein. Gut. Boah, manchmal habe ich das Gefühl, die Kamera kommt gar nicht nach, wenn wir dann fast zu schnell sind. Boah, bis jetzt sieht das sehr gut aus. So, jetzt kommt der Bereich.
Ja, das sieht gut aus. Oh, ganz geil. So muss das sein. Sehr gut. Dir ist auch nicht klar, dass ich dich haben gewinnen lassen. Klar, hier ist eine Belohnung, ein Kartenstück, das ich irgendwo gefunden habe. Vergiss nicht, dich zum Leuchtturm zu gehen und sei ihm zu gehen. Sehr schön. Okay, ein weiteres kleines Kartenstück. Und jetzt haben wir, glaube ich, alle bis jetzt hier geholt. So, wir gehen aber auch gleich zu Saimi, weil der soll uns das doch gerade freischalten hier. So. Zack. Ich bin immer noch gespannt, was da hinten sich verbirgt. So, Saimi, ich hab da was wieder. Was hast du da? Ich habe eine kleine Karte. Ergänze sie sofort zu dem Rest. So, das ist ein kleiner Teil da unten. Aber ich habe noch mal so eins erledigt. Oh, noch mehr? Okay, ja. Sehen wir uns mal an. Kleine Karte. Ergänze sie sofort. Das sind wirklich nur kleine Abschnitte. Das könnte unten links sein. Nein, oben links. Okay, das sind kleinere. Die können wir auch gerade ansteuern. Könnten wir auch gerade ansteuern. Hä? Gut, da gehen wir dahin. Sammeln weiterhin Sachen, um gewisse Dinge freizuschalten. Was war das? Das war, glaube ich, hier hinten, gell? Nochmals hier. Das sind ein paar Perlen mitgebracht. Ich muss mal schauen. Nein, habe ich nicht. Ach so, hier können wir dann weitere Dinge freischalten. Ach so, genau. Ja. Der Tempel ist ja noch. Der Tempel, genau. Da gehen wir noch schnell hin. Der Tempel. Da ist ja auch noch was gewesen. Und hier unten der Bauernhof. Glaube ich, war es auch noch, oder? Ja, genau. Aber da hier, da können wir nichts machen. Wie sieht das aber hier gerade beim Tempel aus? Komm, das gucken wir uns so schnell an. Das war, glaube ich, da hinten, oder? Oder war das der Leuchtturm? Ah, hier. Oh, was haben wir da? Können da noch was streicheln? Okay. Sowas beobachtet. Teleskop jetzt niemals loslasse. Okay, da können wir aber nichts ohne Job machen. Gut, da können wir jetzt nichts tun. Dann gehen wir nochmals eins weiter nach oben. Oh, Avan. Hi, Avan. Alles in Ordnung? Meine Terrasse. Kein einziger Stuhl wurde verschont. Das kann ich nicht überwinden. Unmöglich. Koa, bitte, lass mich nicht allein. Ich muss aber helfen. Okay. Jetzt gehen wir aber noch schnell beim anderen schauen. Hier kommen wir nicht durch. Hier oben noch. Ja, was haben die da? Die sprechen ja immer alle ein bisschen miteinander. Nicht toll. Kann man hier noch was machen? Nein. Da kann man gar nichts tun, hä? Da kann man gar nichts tun. Okay. Ja. Ah, gut. Ist nicht so schlimm. Die sprechen da auch noch etwas. Gut, wir gehen wieder aufs Schiff, komm.